Bitte was? Ich höre den gerne nochmal. Ah, sehr gut. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer auf der Tribüne und zu Hause. Handschrift, und da sind wir uns alle einig, das haben wir auch im Ausschuss gehört, ist eine elementare Kulturtechnik und die ist auch in Zukunft unerlässlich. Da sind wir uns alle einig. Und ich sage es für uns Piraten nochmal bei aller Faszination für diese digitalen Werkzeuge. Es wird ja gerade schon vorgeschlagen, hier im Plenum jetzt Dinge nachzugucken im Internet. Ich hoffe, Sie hören mir trotzdem zu. Es ist einfach nicht anzustreben, dass wir nur noch abhängig sind von irgendwelchen Eingabegeräten. Die Handschrift muss weiter erlernt werden und es ist auch wichtig, dass wir am Ende der vierten Klasse mit Handschrift dastehen. Aber im Alltag vieler Menschen spielt das handschriftliche Schreiben einfach immer weniger eine Rolle. Denn Kinder erleben im Elternhaus einfach keine Eltern mehr, die mit verbundener Schreibschrift irgendwelche Dinge notieren. Stattdessen wird eben in Druckschrift notiert und Handschrift, verbundene Handschrift, verliert ihre Selbstverständlichkeit. Und das ist auch okay, das ist eine kulturelle Entwicklung, die kann man auch einfach begleiten und muss sich dem nicht immer entgegenstemmen. Flüssig schreiben zu lernen ist zudem ein anspruchsvoller Lernprozess. Und immer mehr Kindern bereitet das große Mühe, das haben wir in der Anhörung gehört. Und das müssen wir ernst nehmen. Auch da sind alle Fraktionen, wie im Ausschuss gehört, beisammen. Schreibprobleme beeinträchtigen, das haben wir auch in der Anhörung gehört, die Kinder beim Lernen. Aus Erfahrung aber wissen wir, dass Schreiben und gerade verbundenes Schreiben besonders bei Kindern mit Förderbedarf erhebliche Probleme auslöst. Im Hinblick auf die Inklusion stellt sich von daher die Frage, ob die Kompetenzerwartung einer gebundenen Handschrift weiterhin Bestand haben sollte. Oder ob es nicht eigentlich um eine flüssige, lesbare Handschrift geht, nicht lösbar, das mit den Rätseln, sondern lesbar, bei der nicht die Buchstaben alle verbunden sein müssen, sondern bei der einfach Kinder, der Herr Ellerbrock hat es gerade gesagt, miteinander kommunizieren können. Heutzutage haben wir den täglichen Umgang mit der Druckschrift und diese elektronischen Geräte, vor denen wir sitzen, haben genau diese Druckschrift. Und genau das müssen Kinder am Ende haben, eine Handschrift, die gerne an die Druckschrift angelehnt ist, die von anderen Kindern gelesen und verstanden werden kann. Trotzdem sind wir bei CDU und FDP, wenn es darum geht, dass die Ursachenforschung der Schreibschwierigkeiten gemacht werden muss. Das ist wünschenswert. Es ist wichtig, dass wir Wege finden, wie wir betroffenen Schülerinnen und Schülern helfen können und sie unterstützen können. Dr. Marquardt hat ja im Sachverständigengespräch gesagt, ich zitiere, wir behaupten, dass man Kindern gar nicht das Schreiben beibringt, sondern dass man ihnen vor allem erstmal Schrift beibringt. Und dann lernen die Kinder, diese Schrift anzuwenden. Eine einfache Datenerhebung allerdings, und das ist der wichtige Punkt in diesem Antrag, eine einfache Datenerhebung, so wie von CDU und FDP gefordert, wie auch immer die gestaltet wäre. Und wir haben im Ausschuss es nicht gehört, die Kollegin Beer hat es gerade abgefragt, wie das aussehen soll, wir hören es hier nicht im Plenum. Die einfache Datenerhebung, die bringt einfach keine notwendigen Erkenntnisse und deswegen ist dieser Antrag unserer Meinung nach abzulehnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Marschall.